Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem kreativen, kunterbunten Bastelkanal. Heute ist wieder Gemeinschaftsbastelei-Zeit. Und zwar haben wir in unserer Facebook-Gruppe Miteinander fantasievoll gestalten diesen Monat das Thema freche Früchtchen gehabt. Und da habe ich erst gedacht, oh, da zeichnest was. Freche Früchtchen, fällt dir bestimmt was Lustiges ein. Und dann bin ich nachher doch auf Kastanien und Eicheln gekommen. Yeah! Da bin ich ein bisschen spazieren gegangen mit kleinen Luna und Gabrielchen und da haben wir den Kastanien gesammelt. Und da bin ich nochmal alleine los, weil Eicheln sind nicht so dicht bei uns. Da musste ich dann ein klein bisschen weiterlaufen und suchen, aber so richtig die Auswahl war auch nicht. Aber ich habe ein paar gefunden. Die sind schon eingefallen. Aber die sind dann halt mit Ecken und Kanten. Ja, und dann habe ich, Anschluss seht ihr noch, wie ich die, diese bastle. Da habe ich überall kleine Schraubhaken reingemacht und sie dann damit verbunden und Perlchen ran. Und hier sind so kleine Eicheln aus Messing oder irgendwelchem Material. Hier habe ich dann zwei Perlen übereinander genommen, so Stiefelchen halt. Ja, und die Mützchen habe ich, diese habe ich gestrickt. Oh, das ist ja hinten. Wartet mal. So, ist richtig rum. So, ja. Die beiden habe ich gestrickt und die sind, drei sind gehäkelt. Entschuldigung. Und von dieser kleinen hier habe ich ein Tutorial gemacht, das verlinke ich euch gerne in der Infobox. Von diesem kleinen Hut hier. Ja, die sind richtig cool. Die coolen Hüte. Ja, und dann haben alle so einen kleinen Schal um. Und wie gesagt, überall Perlchen dran gemacht. Und erst wollte ich ihnen noch so ein Jäckchen anziehen, aber das hätte dann irgendwie komisch ausgesehen. Also bekamen sie denn ein Mützchen und ein... Ne, jetzt wäre nicht gegangen, ne? Das wäre komisch. Das wäre dann sehr lustig. Nein. Nee, muss ja auch ordentlich aussehen. Man will ja die Kastanien und Eicheln hier auch sehen. Den Hut finde ich auch cool hier so. Da habe ich drunter noch diese Eichel, das Eichelhütchen drunter gelassen, denn kann man es besser aufsetzen. Hat es noch ein bisschen mehr Form. Ja, das ist meine Bastelei zu unserem Thema freche Früchtchen. Hashtag freche Früchtchen. Ich hoffe, euch gefallen meine kleinen lustigen frechen Früchtchen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch bei den anderen lieben Kreativen mit reinschaut, die zu diesem Thema sicher was Tolles kreiert haben. Und vielleicht bastelt ihr mal so einen kleinen Wichtel, so ein kleines freches Früchtchen nach. Da würde ich mich sehr freuen, das auch mal zu sehen. Das geht ja jedem so, der bastelt und Tutorials macht. Wenn es nachgemacht oder nachgebastelt wird, dann freut man sich immer sehr. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Achso, und die anderen Videos findet ihr unter dem Hashtag freche Früchtchen. Und ich werde sie auch alle in der Infobox verlinken. Und ich sage, ich wünsche euch eine wunderschöne kreative Bastelzeit, einen angenehmen Herbst und bis bald, meine lieben Kreativen. Ciao mit Kakao.
Thank you.